PlayStation gegen die Xbox auf Facebook. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin moderierende Magie und Sie schauen websitemarketing.ch. Ich analysiere Fanpages von Firmen. In dem Fall oder heute geht es eben um PlayStation von Sony gegen Xbox von Microsoft. Die beiden Sites auf Facebook habe ich analysiert nach meinen 13 Kriterien. Die schauen wir uns ganz kurz an. Das sind die hier. Die sind unten im Video drin nochmals verlinkt. Das heißt, Sie können sich dort das Ganze im Detail und in Ruhe anschauen. Ich gehe jetzt gleich auf die Sites drauf, auf die beiden und durch diese Punkte durch. Starte hier mit PlayStation. Der erste Punkt ist die Vanity-URL. Die ist hier gegeben. Logischerweise hat man drin dann das Profilbild hier oben links. Da muss mindestens das Logo drin sein. Vielleicht könnte noch PlayStation dazu geschrieben werden. Ist aber okay. Ist gemacht. Der Titel der Seite. Da steht PlayStation drin. Wie immer gut wären noch ein paar Keywords, aber ist okay. Wenigstens der Name des Produktes. Dann hat sie hier eine Welcome-Page. Das hat sie hier ganz speziell für dieses Find the Ring-Game mit einem Video integriert und hier einen Direktlink dann, wo man das Video kaufen kann. Das logischerweise nicht bei Sony. Den Call to Action, das Fangating, das fehlt mir hier. Das heißt, ich kann hier nirgends oder muss hier nirgends draufklicken, wenn ich Fan bin und erst dann einen Inhalt erlange. Also das fehlt hier komplett. Es hat hier ein paar Sites drum, was hier schlecht gemacht ist. Das sieht man wieder sehr gut. Dieses Icon hier wurde nicht angepasst. Das hat man hier bei dem Find the Ring gemacht. Hier unten ist das Facebook-Standard-Icon drin. Das ist nicht so optimal gelöst. Dann der sechste Punkt, Infotab mit Kurz-URL. Den gebe ich. Infotab ist hier drin. Der Kurz-URL fehlt allerdings. Und dann einen Standard-Tab oder die Standard-Tabs drin. Die finde ich hier, Videos, Fotos und so weiter. Das ist hier mal gegeben. Nun schauen wir uns dasselbe oder dieselben 7 Punkte bei der Xbox an. Auch hier habe ich diesen Vanity-URL Xbox. Ich glaube, 4 Buchstaben ist das Minimum. Ist gemacht. Perfekt. Profilbild auch hier Xbox 360. Noch mit dem Bild dazu finde ich natürlich besser. Dann sieht man gerade noch das Produkt im selben Zuge. Dann der Titel der Seite Xbox ist auch gemacht. Passt also. Welcome-Page gibt es hier keine. Fehlt also komplett. Ich komme hier direkt auf die Pinnwand. Auch das Fangating habe ich hier nicht gefunden. Also ein Must-Like-Seite, wo ich dann Inhalte erreiche, nur wenn ich geliked habe, fehlt hier. Was hier auch fehlt, ist dieser Info-Tab. Der wurde nicht ausgefüllt. Und die Standard-Tabs, auch hier, wenn ich draufklicke, die finde ich hier unten drin. Fotos und Videos sind zumindest vorhanden. Das also die ersten 7 Punkte bis jetzt führt, würde ich mal behaupten, PlayStation. Schauen wir uns die nächsten Punkte an. Ich gehe hier gleich rein in diesen Info-Tab. Der ist hier ausgefüllt, sehr, sehr detailliert. Ganz wichtig hier, dass ich auch wieder die URLs drin habe. Das wird auch von Google indexiert. Also ich kann hier, mir hier Links setzen. Das ist hier gut gemacht. Sehr lang, würde ich mal sagen, aber gut gemacht. Schauen wir uns dasselbe bei der Xbox an. Auch bei der Xbox ist das gemacht, ausgefüllt. Das schaut sicherlich nicht schlecht aus. Auch hier hat es Links drin. Dann gehe ich zurück auf die Welcome-Seite, auf die Startseite und schaue mir an, ob es hier individuelle Landing-Tabs hat. Die hat es hier. Eben wie gesagt, hier hat PlayStation ausgelassen, dass sie eben dieses Icon schön wählen. Da geht es vor allem um Games. Und auch bei der Xbox hat es eine ganze Reihe von diesen speziellen oder individuellen Landing-Seiten. Dann der Fotostrip. Ich bleibe gerade hier. Der ist schlecht gemacht. Hier ist irgend von einem Event. Also das sind Bilder drin, die halt dann getaggt wurden und so reingewandert sind. Das ist nicht optimal gelöst. Wenn wir uns dasselbe dann bei PlayStation anschauen, schaut es ganz ähnlich aus. Es ist irgendeine Messe. Auch das nicht optimal. Kann ich bei beiden nicht gehen. Dann empfehlen die beiden Sites andere Seiten. Das sind die hier unten. Das tun sie hier. Werden wahrscheinlich Games sein. Gehe ich aber jetzt nicht gröber darauf ein. Und auch hier werden wahrscheinlich auch Games sein oder eben verwandte Produkte oder Produkte von, in dem Fall, Microsoft. Dann die Status-Updates. Dann bleibe ich gerade mal hier. Die sind hier regelmäßig und haben natürlich auch sehr hohe Interaktion drin. Das sieht man hier auf jeden Fall bei der Xbox, bei der PlayStation. Dasselbe, schauen Sie sich das mal an. Die lassen einen Post raus, haben 2.500 Likes und fast 2.000 Kommentare für 2 Zeilen Text. Ist eigentlich der absolute Wahnsinn, dass sowas funktioniert. Aber es geht auf jeden Fall. Sie haben nach beide ein paar Millionen Fans. Natürlich auch interessant. So funktioniert das eben auf Facebook, wenn man ein großer Brand ist. Jetzt schauen wir uns die Auswertung an, wie die beiden abgeschnitten haben. So, hier die Punktzahlen ganz hinten, von oben nach unten. Da verliert Xbox einen, das ist bei der Welcome-Page. Da verliert sie nochmal einen Punkt, das ist bei dem Info-Tab.
Teil, den sie weggelassen haben. Ansonsten sind die gleich auf, haben 11 Punkte bei PlayStation und 9 bei der Xbox. Damit rangiert Xbox ganz hinten. Da waren nur noch All-Star und Converse All-Star schlechter gerankt bis heute. Mit 11 Punkten ist die PlayStation eigentlich bei den Leuten. Interessant also die beiden, wenn es also hier um die Konkurrenz geht, um die Analyse, wer ist stärker, dann ist es hier auf jeden Fall die PlayStation vor der Xbox. Wie es im richtigen Leben ist, das überlasse ich Ihnen zu entscheiden. Würde mich interessieren, ob Sie noch andere solche gegeneinander Vergleiche auf Facebook haben möchten, dann bitte mit Kommentar hier unten melden. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IMAG und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.